So, und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal. Natürlich hat nicht nur Lotus ein neues Update bekommen, sondern auch der KT4D hat sein neues Update bekommen. Und das wollen wir uns heute anschauen. Allerdings muss ich dazu sagen, wir befinden uns hier gerade in einer Version, in einer Entwicklerversion, die ihr so noch nicht habt. Einzelne Funktionen, die ich euch jetzt so zeigen werde, sind natürlich schon vorhanden. Andere wiederum sind noch nicht drin, werden aber dann mit dem nächsten Patch dann selbstverständlich dann nachgereicht. Und dann habt ihr diese natürlich auch zur Verfügung. Mir geht es aber heute gar nicht so um die Sachen, die ihr jetzt noch nicht zur Verfügung habt, sondern um die Sachen, die ihr bereits natürlich habt. Und ich hänge natürlich ein bisschen hinterher, aber ich denke mal, das klappt auch so. Und von daher möchte ich euch, wie gesagt, das neue Future hier vorstellen vom KT4. Wir befinden uns aktuell auf der Karte Linie 67. Die Karte wird leider nicht mehr weiterentwickelt. Sie ist, ja, kaputt. Aber der Entwickler hat sich bereits zu Wort gemeldet und der bastelt schon an einer neueren Version. Lassen wir uns mal überraschen, wo die Entwicklung dahin geht. Man weiß noch nichts, man hat noch nichts gesehen. Ich bin mal gespannt, ob der Entwickler sich ja vielleicht hier auch mal meldet. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Das erste Highlight sehen wir bereits schon auf den ersten Blick. Und zwar haben wir im Hauptmenü die Möglichkeit, dass wir hier eine Nummer zuweisen können für die Straßenbahn. Und die sehen wir hier unten bereits unter dem BVG-Logo 7001. Ja, das ist jetzt unsere Wagennummer, die wir jetzt hier haben. Und sonst hat sich natürlich zum letzten Update ja einiges getan hier. Obwohl das hier ein wenig komisch aussieht. Ich habe gesagt, dass es nicht alles so umgesetzt ist, wie was ihr habt. Ich wollte schon gerade sagen, das kam, war das nicht immer mittig gewesen hier? Die Anzeige hinten, die ist irgendwie ein bisschen verschoben. Ist nicht so schlimm. Wie gesagt, das ganze Ding ist ja noch Work in Progress, ne? Und wie gesagt, ich selbst arbeite ja oder unterhalte mich ja viel mit BLV und er findet es natürlich immer praktisch, wenn ich immer irgendwelche Sachen finde, die er immer dann übersieht. Nein, nun so, das was neu ist, ist natürlich Folgendes und zwar, ja, mit dem neuen Update ist natürlich hier auch die Anzeige wieder dazu gekommen, also die wurde jetzt bereits schon gepatcht, also jetzt wird hier unser aktuelles Ziel zum Beispiel angezeigt, das werden wir nachher sehen. Und ja, auch ist natürlich bereits ja der Rückfahrpult hier vorhanden oder nicht, weil wir wahrscheinlich nicht da richtig sind. Das ist ja immer unterschiedlich. Nö, ich krieg den nicht auf. Okay, scheinbar doch noch nicht ganz drin. Was mich jetzt aber gerade wundert, weil ich jetzt extra die Entwicklerversion jetzt installiert habe. Also auf jeden Fall soll sie jetzt halt auch schon drin sein. Bloß ich bin jetzt zu doof, irgendwie diese Klappe zu öffnen. Ah, guck mal, da ist ein Schlüssel. Ah, da ist ein Schlüssel. Das muss... Oh, bleib doch offen, Alter. Wieso bleibst du nicht offen? So. Und jetzt sehen wir, genauso wie bei dem GT6N, sieht das gleiche fast identisch aus. Es ist ein bisschen was anderes. Ne? Wir haben hier trotzdem ne, Fahren, Rollen, Bremsen gefahren. Allerdings wirkte das andere bei dem GT6N ein bisschen größer. Wie das Ganze natürlich funktioniert, wollen wir uns natürlich hier auch in dieser Folge anschauen. Deswegen rüsten wir jetzt erstmal unseren KT4D auf und schauen mal. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt mit dem Schlüssel. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. So, erstmal Schlüssel rein. Das geht gar nicht. Das ist natürlich geil, weil der Schlüssel hängt nämlich hier drinnen. Haben wir nur einen Schlüssel? Das finde ich jetzt ein bisschen nicht so schön. So. So, wir müssen da genau rauftatschen. Das ist natürlich ein bisschen hart. So. Und erstmal rüsten wir alles erstmal auf. So, fahren schon mal den Strom, nehmen wir nach oben. Und starten mal. So, und damit sind wir fahrbereit. Ah, hier höre ich schon, hier gibt es ein Knacken. So ein knackendes Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon wahrnehmen könnt, ich glaube aber schon.
Also man muss sagen, Töne sind tatsächlich besser geworden. Also von dem, was ich jetzt in dem letzten Update mal gezeigt hatte vom KT, da klang das ja schon ein bisschen sehr traurig. Ja? Also jetzt nicht traurig, dass es jetzt halt schlecht umgesetzt war, sondern dass die Straßenbahn am liebsten mehr Power gehabt hätte, aber irgendwie nicht genug Spannung durchkam. So hat sich das irgendwie angefühlt. Ja? Und hier ist jetzt, hört sich das schon angenehmer an, aber man hört so ein Knacken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, das liegt jetzt nicht jetzt irgendwie, ich hoffe auf jeden Fall, dass es jetzt nicht an meinem Kopfhörer liegt, kann natürlich sein, ne? Technik, die begeistert. Aber man hört so ein leichtes Knacken. Natürlich auch die beste Karte genommen. Aber ich wollte halt jetzt auch nicht immer die üblichen Verdächtigen nehmen. Ja. Also vom Ton her hat sich wirklich was getan. Das hört sich auf jeden Fall schon deutlich besser an als noch vor einigen Tagen. Da kann ich schon mal auf jeden Fall schon mal ein positives Feedback dazu abgeben. Klingt noch immer nicht so ganz wie die, wie sie sich normalerweise anhört. Aber sie kommen der Realität schon sehr, sehr nah auf jeden Fall. Um nochmal jetzt nochmal zu hören. Leider viele Spline-Fehler drin, sehe ich gerade. Das ist natürlich ein bisschen sehr schade. Naja, aber an sich war die Karte schon echt cool gewesen. So, aber das ist natürlich nicht alles, was wir hier natürlich vorhanden haben. Ich gucke mal ganz kurz nach. Wir haben ja jetzt hier zum Beispiel, nö, sehen wir hier, was hatten wir denn ausgewählt gehabt? Nee. Anderen. Ihr seht schon, es ist schon, also. Es ist schon hart. Es ist schon. Ich glaube, ich bin jetzt schon zu weit, oder? Ja, ich glaube, ich bin schon zu weit. Na, dann nehmen wir, warte mal, Bahnhofstraße, Lindenstraße, Freiheit, 103 ist das. Okay. Machen wir jetzt hier einfach 67? Nee, warte mal. 07, nee. Linie 067. Und was war das jetzt? ich habe Alzheimer. Es nervt so. 103? Freiheit. Ha! Ja, ist auf jeden Fall nicht ganz so schlimm. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel die Linie 67 mit Köpenick Freiheit. Und das Ganze wird uns jetzt hoffentlich jetzt auch hier angezeigt. Da seht ihr, ne? Nächste Haltestelle wäre jetzt hier Freiheit. Also auch das wurde hier bereits gepatcht. Ja? Also das ist jetzt schon vorhanden. Und das finden wir auch eine ziemlich coole Sache, dass das relativ fix ging. Ja? Das war ja schon fast zeitnah gewesen mit dem neuen Update. Also da musste wahrscheinlich sich der BLV ja so ein bisschen mit Lotus ja schon ein bisschen kommuniziert haben, dass das Ganze dann dementsprechend halt schnell umgesetzt wird. Sonst wurde was an der Fahrphysik verändert. Wir können das Ganze uns ja mal von außen mal anschauen. Es schwebt übrigens ein Busch in der Luft. Ja, wir sehen hier zum Beispiel, ja, das Müllstücke schwenkt. Achso, zum Beispiel, das war auch noch eine Sache gewesen, die uns aufgefallen ist. Und zwar war ja das beim letzten Update, das hintere Rollwerk, das hat sich ja von Geisterhand bewegt, obwohl wir uns nicht bewegt haben. Wir standen und ihr seht, ne, in der Version ist es natürlich auch schon weg und es dreht sich jetzt richtig. So. Machen wir mal von oben. Wie verhält er sich? Na gut, jetzt sieht man nicht viel. Aber wir kommen ja gleich an eine richtig schöne Stelle. Da können wir mal so einen richtig schönen Knickpunkt uns mal angucken. Also, ob das Ganze natürlich hier dementsprechend auch passt. Aber der Monitor bewegt, also hier hinten, die Anzeige bewegt sich. Die ist nicht fest. Ist kein fester Körper.
Also. Ich finde auch Bremsen sehr gut geworden. Also, ich hatte ja anfangs ja mal meine Schwierigkeiten gehabt, so mit den Bremsen. Die Bremsen sind sehr gut geworden. Also, auch da gibt es den Daumen nach oben für. Wunderbar. Wir werden allerdings weiterfahren und werden jetzt mal das Signal jetzt mal unbeachtet lassen. Denn ihr wollt natürlich was sehen. Und, oh, ich sehe hier noch was. Da kommt was durch. Seht ihr das da? Achtet mal hier unten auf die Tür. Ja, achtet mal jetzt ein bisschen auf die Tür. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal kommt. Ja, man sieht es jetzt leider nicht. Vielleicht jetzt bei der Kurve. Achtet mal genau jetzt auf die hintere Tür. Seht ihr das da? Da kommt irgendwas durch. Ne? Jetzt. Oh. Jetzt los. Hallo. Schmier mir doch jetzt ab hier. Das ist irgendwas von der Türscharniere. Aber wie gesagt, alles wird natürlich noch gefixt. So. Also das mit den knackernden Geräuschen ist irgendwie ein bisschen komisch. Ach, hier fehlen schon wieder Texturen. Deswegen zeigt er das hier schon wieder so komisch an hier. Schade. So, und hier würde ich sagen, könnten wir noch mal den. Naja, wohl, ich weiß nicht. Die Weiche sieht jetzt nicht danach so aus, als ob man es damit machen könnte. Wenn wir mal jetzt den Rückfahrpult mal benutzen. Ne, das ist ja zum Beispiel auch noch irgendwas, was euch ja vielleicht interessiert. So, wir gehen hier wieder auf die Normalstellung, hauen hier den Richtungswender raus und versuchen, den Schlüssel abzuziehen. Funktioniert, wie praktisch wie beim GT6N. Gehen jetzt nach hinten. Schlüssel rein. Stecken. Nach oben. Nach oben. Also, da muss da irgendwas passieren, weil irgendwie bleibt das nicht oben bei mir. Oh, Alter. So, jetzt. So, jetzt können wir hier natürlich nach links blinken. Ist noch nicht animiert, scheinbar. Und es gibt halt auch nur eine Blinkeranzeige, nicht wie beim GT6, wo wir ja sehen. Ich glaub, war das da? Konnte man da sehen, ob das nach links oder nach rechts? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ein Wischer natürlich ist ja nicht verfügbar. Na, ist kein Wischer da. Achso, das ist vom Haus hier, okay. Ja, sonst letzte Tür. Die geht auf. Okay. Leider ein bisschen geräuschlos. Okay. So. Die Warnglocke funktioniert. Okay, das ist auch noch nicht animiert. So, aber Steuerung funktioniert genauso wie bei dem GT6N. Also mit dem rechten Maustaste bremsen wir und mit der linken Maustaste, wenn wir die gedrückt halten, fahren wir. Also wenn wir jetzt aufdrücken, ja, kurz drauf, dann rollen wir. Ne? Und je länger wir gedrückt halten, fahren wir dementsprechend halt schneller. Also auch das funktioniert ohne Probleme, sodass wir jetzt hier zurücksetzen können. Dementsprechend wieder zurückfahren können. Ja, ich wollte es jetzt nicht ausprobieren, nachher Crash-Spiel oder mein Lotus oder sowas. Habe jetzt relativ wenig Bock drauf. So, und bremsen. Und auch das funktioniert ohne Probleme. Ja, also, was kann man sagen? Eigentlich relativ viel. Es tut sich was. Ich meine, das sind jetzt für den einen oder anderen vielleicht jetzt so kleinere Sachen, weißt du, die jetzt vielleicht jetzt nicht von Bedeutung sind. Es ist aber für mich eigentlich schon eine Riesensache, da das halt, ja, schon ein wichtiges Feature ist, ja, das ganze Auf- und Abrüsten und alles sowas. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich doch relativ zufrieden, dass es jetzt drin ist. Wir hatten uns das ja mal schon vor Ewigkeiten schon mal angeschaut gehabt und ja, da funktioniert das ja ganz nicht. Aber jetzt, wie gesagt, wurde das Ganze dementsprechend nachgepatcht in Lotus. Und BLV war schon relativ flink hinterher und hat das Ganze natürlich hier in seinem KT4D mit Kira natürlich selbst auch schon umgesetzt. Also, außer diesen kleinen Macken, die mir jetzt hier dementsprechend aufgefallen sind. Aber ich glaube, von all dem
Nervt mich dieses Knacken im Sound am meisten. Ich weiß jetzt allerdings jetzt nicht, ob das jetzt so von meiner Wenigkeit kommt. Vielleicht ist Lotus auch schon wieder überfordert. Oder vielleicht Ohrhörer geht kaputt. Aber jetzt in der letzten Folge, die ich jetzt gerade vom Dings aufgenommen habe, von GT6, war dieses Geräusch nicht gewesen. Also weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht eventuell doch von dem Sound aus dem KT kommt. Aber wie gesagt, ich denke mal, Kira und BLV werden sich da schon schleunigst drum kümmern, dass das Ganze dementsprechend denn halt, wenn es denn released wird, das neue Update, dementsprechend auch gebugfixt wird. Und ja, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung schon mal dazu schreiben. Ich überlege gerade. Ja, weil ich die Türen vorne nicht freigegeben habe, müsste ich mal vorne freigeben, weil mich würde mal interessieren jetzt, ob. Weil ich natürlich schaut BLV die Videos von seinem KT, ne? Und dementsprechend will ich mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt hier die Tür freigebe. Ja, guck mal, das ist schon, das wurde schon behoben jetzt. Seht ihr? Also so die Gelenke der Türen, die gucken nicht mehr durch, wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Türen öffnen, ne? Und die hat man ja durchgesehen, das ist jetzt natürlich nicht mehr. Also auch da, also. Die sind schnell, die Leute. Die sind wirklich schnell. Kira und BLV, die reißen das Ding. Ja, wie gesagt, könnt ihr ja gerne mal eure Meinung mal hier in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich habe letztes Mal auch gelesen, dass irgendwer geschrieben hat, dass der Pantograph gefühlt viel zu breit ist für den KT4D. Ich bin aber der Meinung, dass der Pantograph vom GT6N fast identisch waren mit dem T6 und dem KT. Also ich glaube, das haut schon so hin. Wenn man auch mal guckt, ne, wie teilreich das Ganze aussieht. Also, ja. Wundervoll. Wundervoll. Nee, auf jeden Fall, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn euch irgendwas zum Beispiel aufgefallen sollte, was mir nicht aufgefallen ist, dann, wie gesagt, drückt die Tasten. Sonst könnt ihr ja gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und mehr sehen wollt hier von Lotus, dann könnt ihr gerne mal hier den Kanal abonnieren. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns hier zukünftig wiedersehen mit neuen Videos von Lotus. Und ja, damit verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal wieder. Und wir sehen uns natürlich zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüss.